Wir sind Simone und Michael und gemeinsam mit unseren beiden Fellnasen Kalle und Sunny fahren wir seit Dezember 21 im Wohnmobil durch Europa. Dafür haben wir unsere Jobs gekündigt, uns fast komplett von unserem Hab und Gut getrennt und lassen uns nun auf ein neues Abenteuer ein. Wir reisen eher abseits des Massentourismus, lieben kleine Dörfer und einsame Strände. In unseren Videos geben wir Tipps, zeigen unsere Routen und Übernachtungsplätze und was man vor Ort alles mit Hund erleben kann. Wenn dich das interessiert und du wissen willst, wohin wir genau fahren, dann abonniere unseren Kanal und geh mit uns auf Reise. Hallo zusammen. Hi. Die Kappenkinder sind wieder unterwegs. Wir haben spontan entschieden wegzufahren. Die Wettervorhersage sagt 37 Grad am Dienstag, definitiv zu warm für uns. Wir flüchten uns in die Eifel, wohin genau wissen wir wie immer nicht. Und wenn ihr wissen wollt, wo wir landen und ob vielleicht ein Stellplatz dabei ist, der für eure Tour auch geeignet ist, dann bleibt dran. Wir sind jetzt hier an unserem ersten Stop angekommen. Wir stehen in Deudesfeld, ein ganz kleiner Ort in der Vulkaneifel, nur 440 Einwohner. Aber es gibt zwei Wohnmobilstellplätze, beide sind kostenfrei. Einer hat sogar eine Infrastruktur, also Fähr- und Entsorgung, auf dem stehen wir jetzt. Der andere ist eher ja, ein gemischter Parkplatz. Im Ort selbst gibt es Metzger, ein Edeka, der am Vormittag geöffnet hat und das ein oder andere Restaurant, wo man einkehren kann. Es gibt ganz viel Natur, perfekt für alle, die gerne wandern oder spazieren, mit dem Fahrrad unterwegs sind. Es ist wirklich schön hier. Der Platz ist gut frequentiert. Ja, ansonsten, wir schauen uns jetzt um. Einen Platz haben wir gefunden. Und wir nehmen euch natürlich mit. Hier seht ihr jetzt nochmal die Zufahrt. Von da unten der Hauptstraße geht es scharf hier hoch. Und dann befinden sich hier 8 Stellplätze. Es gibt eine kleine Entsorgung für Grau- und Schwarzwasser. 8 Plätze für Wohnmobile oder 9 Plätze. 7 sind hier. Und dann gibt es nochmal hier 2 hintereinander. Es ist alles sehr grün, gepflegt, der Stellplatz ist kostenfrei, es gibt Strom und Entsorgung, die ist gegen Gebühr, Frischwasser ist auch gegen Gebühr. Gepflegt wird der Platz von einem, ja, von einer Seniorengruppe und es gibt auch die Möglichkeit, hier an der Infotafel eine Spende zu hinterlassen. Hier findet man auch einiges an Ausflugstipps und Infoflyer, also ist wirklich gut gemacht.
Der Platz war bei unserem Aufenthalt im August 2024 übrigens jeden Abend voll belegt, inklusive der Auswahlplätze. Wenn ihr also hierher kommen wollt, kommt nicht zu spät. Wir entscheiden uns am nächsten Tag für eine kleine Wanderung. Wir wollen einen Teil des Lavaweges bis zum Aussichtsturm Landesblick laufen. Der Rundwanderweg startet in Deudesfeld und führt auf insgesamt 10 Kilometer Strecke durchs Naturschutzgebiet rund ums Meerfelder Maar, ins Tal der Kleinen Küll und vorbei an der Blechhausener Mühle. Gonna cry when you're gone. Gonna cry when you're gone, 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 gone. River's gonna cry when you're gone, 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 gone. River's gonna cry when you're gone, gone. Wir sind angekommen. Wir sitzen jetzt im Schatten unterhalb von dem Aussichtsturm am Meerfelder Maar. Es waren 3,7, 3,8 Kilometer. Aber gut zu laufen. Viel Steigung. Schön an der Sache ist, wenn wir jetzt zurückgehen, haben wir Gefälle. Wir sind hier auf 515 Meter, also ist schon ein Stückchen. Es geht ein angenehmer Wind, es ist warm, aber nicht heiß. War auf jeden Fall die richtige Entscheidung, hier in die Eifel zu fahren. Wir genießen jetzt noch ein bisschen hier die Ruhe. Wir sind mal wieder die Einzigen. Ja, überall wo wir sind, ist nichts los. Weiß ja nicht, ob es an uns liegt. Es sind noch nicht mal Mücke da. Also keine Stechmücke. Mücke gibt es schon, aber... Sogar die Mücken meiden uns. Ja. Also insgesamt wurden in der Eifel über 70 Maarvulkane gezählt. 12 Maare sind heute noch mit Wasser gefüllt. Die restlichen sind bereits verlandet. Das Meerfelder Maar ist mindestens 30.000 Jahre alt, manche sagen sogar 40.000, und hat mit 1.730 Meter Durchmesser den größten Maarkessel der Westeifel. Das Dorf Meerfeld liegt am südlichen Rand des Kessels, die andere Hälfte des Maarkessels wird vom Maarseen eingenommen. Das Maar liegt mitten in einem Naturschutzgebiet in der Vulkaneifel in der Nähe von Manderscheid. Man kann hier schwimmen oder angeln und natürlich auch wandern oder Radfahren. I was hoping you would stay, but I've always known that you would go find your own way. I still see when we climbed up in those trees, 12 years old, to feel the wind and watch the river run. And the sun would always shine when we sat there, you and I. River's gonna cry when you're gone, 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 gone. River's gonna cry when you're gone, 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 gone. River's gonna cry when you're gone, 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 gone. River's gonna cry when you're. River's gonna cry when you're. River's gonna cry when you're. Where we grew up, this old town, just leave it all behind. The river's gonna cry when you're gone. Yummy! Michael Retter in der Not. Die Schiebetür hat sich ausgehängt.
Gott sei Dank hatte ich mal Werkzeug dabei und die Imbusschlüssel. Wir haben gerade die Schiebetiere repariert. Und als Belohnung gab es ein Eis. Nee, zwei. Sehr lecker. So, ich mache jetzt eine Fahrradtour. So, Eifel, wir kommen. Ich komme. Bis später. Bis später. What you doing, making me feel like I'm falling. And when you're moving, I can hear my calling. There's no one else here that I see but you. It's what you're doing that's making me feel like I'm falling. Yeah, I'm falling in love. Falling in love. You set my wheels. Zurück von meiner Tour. So, ich bin hier vom Stellplatz runtergefahren zum Mar. Das ist alles über Landstraße. Lässt sich gut fahren, allerdings mit dem Hundeanhänger machen wir das nicht. Das sind bestimmt 5% Gefälle. Ich war ständig nur am Bremse und hat trotzdem 40-45 km/h auf dem Tacho. Mit dem Hundeanhänger ist das nicht so empfehlen. Aber unten an dem Mar, am Parkplatz direkt, kann man gut stehen, auch mit dem Wohnmobil, vielleicht als Alternative runterfahren und dann mit dem Hund ein Stückchen spazieren oder aber die Fahrräder rausholen, weil da geht ein richtig schöner Radweg entlang. Und naja, ich habe die Zeit jetzt gut genutzt, bin eine Mountainbike-Strecke gefahren, Vollgas natürlich, und habe Mockwheel wieder die Grenze gezeigt, beziehungsweise Mockwheel hat mir die Grenze gezeigt. Jetzt brauche ich erstmal was zum Trinken. Der Kosmosradweg verläuft über 22 Kilometer zwischen Meerfeld und Daun. Der Radweg stellt eine kleinere Version des Erdglobus dar, sodass man auf der Strecke eine Nachbildung aller Planeten unseres Sonnensystems begegnen kann. Je nachdem, in welche Richtung man unterwegs ist, reist man 2 Millionen Jahre in die Vergangenheit oder in die Zukunft. Hier in Meerfeld beginnt oder endet, je nachdem, endet es mit dem Urknall. Mehr Informationen zu dem Weg und zur Eifel insgesamt bekommt ihr beim Tourismusbüro. Wir verlinken euch die Seite in der Videobeschreibung. Hier am Mar kann man natürlich auch nur die Ruhe und Natur genießen oder eben auch eine Runde schwimmen. Thank you.
Also eigentlich hatten wir ja vorher hier in der Eifel einige Plätze auch zu steuern, die wir vorab uns rausgesucht haben. Aber aus dem wird ja nichts, weil der erste Platz, der war schon so der Hammer. Da sind wir hängen geblieben. Also es tut uns leid, dass ihr nur den einen Stellplatztipp in diesem Reisevideo mitbekommen habt. Aber der lohnt sich auf jeden Fall, finden wir zumindest. Und wenn ihr wollt, dann geht doch mal auf unsere Webseite. Die haben wir überarbeitet. Da findet ihr alle Reiseziele, alle Stellplätze. Wir haben eine Seite eingefügt mit Rabatten. Wenn ihr sparen wollt, irgendwas braucht für den Camper oder die Reise, also klickt mal rein. Also auf jeden Fall fahren wir nochmal hier in die Eifel und da gibt es auch mehr Stellplatz-Tipps. Aber wie gesagt, es tut uns leid. Der ist einfach so genial, der Platz, auch für die Hunde. War top. Damit müsst ihr jetzt einfach leben. Wir verabschieden uns für dieses Reisevideo. Seid gespannt, wohin es als nächstes geht. Ob wir nochmal eine Kurztour machen oder direkt in die Herbstreise starten. Es bleibt spannend. Bis dahin. Tschüss.